Hallo und herzlich willkommen zu diesem Redstone Tutorial. Heute geht es mal um ein Scherestein-Papierspiel. Ich habe vor einer knappen Woche eine Nachricht bei YouTube bekommen von einem Community-Mitglied, der gefragt hat, oder das gefragt hat, ob, wir, ob ich nicht mal zeigen könnte, wie man ein Scherestein-Papierspiel bauen kann. Und das ist so meine Version, die rausgekommen ist. Hier hatte ich noch zwei, die etwas gefällt waren, deswegen diese hier. Und sie ist ganz einfach. Man hat hier nämlich zwei Spielfelder, jeweils mit drei, ja, mit drei Blöcken, wo man dann eben auswählen kann, was man haben möchte. Also ich sage jetzt mal, Spieler 1 möchte Stein. Setzt er da eine Redstone Torch drauf. Dann ist jetzt Spieler 2 dran und sagt. Also, ich sehe natürlich nicht, was hier so ist von dem Gegner. Und dann sagt Spieler 2 sich jetzt einfach mal, ich nehme schere. Dann geht bei Spieler 1 diese Lampe an. Bei Spieler 2 bleibt sie aus. Da kann man natürlich das Signal auch noch so verbinden, dass. Weiß ich nicht, der Boden aufgeht und mein Lava fällt der Verlierer oder so. Zum Resetten des Spiels einfach hier drücken. Da fahren kurz die Pisten hoch, fahren wieder runter und es ist resettet. So, um das noch, und jetzt zeige ich euch erstmal, wie man das nachbaut. Dazu brauchen wir als erstes hier vorne unser Spielfeld. Dazu gehen wir, ich habe hier einfach nur mal so kleine Rahmen vorgebaut, setzen wir einfach in den Boden äh, normale Pistons. Setzen da jetzt einfach mal äh, stain, äh, clay, äh, stain Clay drauf, machen das hier auch. Ja, so. Und machen erstmal den Reset, das ist ganz einfach. Setzen hier einen Block hin und verbinden hier einfach 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ist das 4? Ja. So verbinden wir die. Holen uns hier noch nochmal schnell einen Button. Das geht so schneller. Zack. Reset kann man natürlich noch anders machen. Ich habe den jetzt so gemacht. Wenn man den jetzt drückt, fahren die kurz hoch und gehen wieder runter. So, dann brauchen wir hier oben natürlich die Signale, die Blöcke hier an der Seite können übrigens weg, hier auch. Um die Signale zu bekommen, setzen wir hier einfach Repeater hin, auf jeder Seite, jeweils drei, also auf jeder Seite hin, eine Reihe. Und dann zeige ich euch das erstmal hier. Wir müssen jetzt Und-Gates machen. Und-Gates sind ganz einfach, sie, sie nehmen eben zwei Signale, wenn, zwei, wenn beide an sind, geben sie ein Signal aus. Wenn beide aus sind, geben sie kein Signal aus. Wenn eins an ist, geben sie auch kein Signal aus. Wenn das andere an ist, geben sie auch kein Signal aus. Nur wenn beide wirklich aktiv sind. Das ist ganz einfach gemacht. Relativ platzsparend hier auch. Wir fangen erstmal an zu vergleichen. Wir fangen ähm, hier bei dem bei Papier an, weil es in der Mitte davon ist. Und bei Papier müssen wir nur Schere und Stein vergleichen. Das heißt jetzt zum Beispiel, wir gehen hier einfach mit einem Block raus. Und gehen hier unten lang. Und gehen hier dann einfach in Schere auch mit dem Block rein. Und so funktioniert das nicht. Wir müssen eins weitergehen. <laughs> also gehen wir dafür erstmal eins weiter. Überall kommen natürlich Blöcke dran. Hey, da. Und wir gehen einfach mit einem Repeater, mit Redstone und mit einem Repeater raus. Ne, machen wir andersrum. Wir gehen mit einem. Wir gehen mit Redstone, Repeater und einem Redstone raus. Das ist nämlich egal. Wenn hier nämlich daneben das ähm, Redstone liegt, ist das in Ordnung. Dann gehen wir da ran. Und gehen hier, machen wir das gleiche, Redstone, Repeater, Redstone. Gehen hier auch in den Block rein. Und gehen jetzt hier unten einfach mit Redstone lang. Wie das jetzt funktioniert, wer noch nie was von Endgates gehört hat. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel Papier aktivieren, wird diese Fackel ausgeschaltet. Das hier unten bleibt aber dennoch an. Wenn wir jetzt hier auch noch ähm, Schere aktivieren, geht das hier unten aus. Wenn wir dann hier unseren Ausgang haben, ist diese Torch an. Wenn wir jetzt resetten, geht diese Torch aus. Da ist die Torch jetzt wieder aus. Und so müssen wir das eben für alle möglichen Kombinationen machen. Als nächstes wäre dann ähm, Papier und Stein. Das ist auch ganz einfach. Dazu gehen wir hier mit dem Block raus weiter. Gehen dann mit Redstone weiter. Denn wenn jetzt hier Redstone in den Block reingeht, bleibt es in diesem Block und geht nicht an das Redstone. Wenn jetzt hier aber ein Repeater reingehen würde, würde er auch das Redstone hier powern. Und das, wollten wir, das wollen wir natürlich nicht. Dann kommt hier ein Repeater hin. Dass ich jetzt das hier so abwechselnd mache, hat den Grund, damit es nicht zu langsam ist. Durch einen Repeater kommt ja immer eine Verzögerung rein. Und je mehr Repeater sind, desto größer ist diese Verzögerung. Mit dem Redstone zwischendrin sparen wir uns dann aber einen Repeater. Und dann ist das ganz praktisch. So, hier kommt eine Reihe von Repeatern komplett hin. Denn wenn wir hier mit einem Redstone reingehen, müssen wir hier mit einem Repeater rausgehen. Wenn wir da jetzt Redstone hinlegen würden, würde es da nicht rauskommen. Oh, ähm, anders, wenn wir hier mit einem Repeater reingehen würden, könnten wir damit mit Redstone raus. So. Dann gehen wir hier an den Repeater wieder mit dem Block dran. Müssen jetzt aber über das Signal hier rüber, deswegen benutzen wir hier eine andere, kleine andere Form von einem Endgate. Dadurch gehen wir hier jetzt erstmal ein Stückchen hoch. Gehen hier jetzt aber schon wieder runter. Aber wir müssen hier erst nochmal weiterbauen. So. Und dann muss hier ein Repeater hin. Hier auch und da auch. Da kann Redstone hin und da muss noch ein Repeater hin. Das ist gerade voll ungewohnt, denn ich höre gerade nur auf dem rechten Ohr was. Denn mein Headset hat irgendwie einen Geist aufgegeben. Nur noch das eine. Das ist eine Ohr. Nein, die eine Seite von dem Headset funktioniert. Ich weiß nicht warum, nur die rechte. So. Dann gehen wir hier eben so runter und können das hier so verbinden. Das ist jetzt nämlich, wenn diese Leitung hier an, angeht, wird die Torch ausgeschaltet. Und somit wird der Block hier oben nicht gepowert und somit ist das ja auch nicht gepowert. Außer die Seite hier ist noch an. Wenn jetzt aber beide sind, haben wir hier unten ein Signal. Ja. Dann sind wir jetzt hier mit der Leitung für Papier schon fertig. Jetzt kommen wir zu Stein. Das ist so ganz einfach, wenn wir das so machen und deswegen machen wir das auch der Reihenfolge. Dazu können wir die beiden schon mal weiter nach vorne führen. Hier müssen wir mit dem Repeater dran vorbei, weil da geht einer rein. Da kann da, da kein Redstone hin. Da kann aber Redstone hin. Was mir gerade auffällt, da könnte auch Redstone hin. Ja. Dann haben wir schon mal wieder was gespart. Da kann wieder Redstone hin, da kann Repeater hin. Jetzt kommt wieder ein relativ einfaches Endgate. Das heißt, wir setzen da einen Block, setzen da eine Redstone-Torch dran, gehen hier außen, hier außen auf der Seite müssen wir leider mit allen weitergehen, aber das ist ja nicht das Problem. Und setzen dann, wir haben jetzt, wo sind wir jetzt? Jetzt muss ich selber mal schauen. Wir sind jetzt bei Stein, das heißt, Schere geht. Das heißt wiederum, wir können hier einen Repeater erstmal reintun. Zack. Und gehen dann einfach in den Block rein. Mit einem Redstone zum Beispiel. Oder? Ja, mit einem Redstone funktioniert nie. Doch funktioniert. Gehen wir da mit einem Redstone rein und setzen da einfach die Redstone Torche. In. Dann verbinden wir die hier unten zusammen und legen da unser Redstone drauf und schon haben wir wieder ein Endgate. Das prüft jetzt eben Stein und Schere. Stein benötigen wir hier bei Stein natürlich nicht, aber wir benötigen Papier. Das heißt, wir gehen hier mit einem Repeater weiter, können da Redstone hinlegen. Und gehen hier auch mit Redstone weiter, hier muss ein Repeater hin. Gehen die beiden natürlich ganz normal weiter. Ganz normal weiter. Und hier müssen wir wieder nach oben gehen. Also wieder in so ein Endgate, wie wir es da gemacht haben. Das heißt, da muss ein Redstone-Torch drauf, da muss ein Block nehmen, da muss ein Block drauf. Und wir müssen jetzt über zwei Leitungen gehen. Nämlich über die erste hier mit Schere und über die zweite mit dem Stein. Das heißt, wir müssen hier oben eins weitergehen. Und müssen hier natürlich, natürlich hier auch weitergehen. Nämlich ganz einfach so. Dann müssen wir hier einen Repeater zwischensetzen, denn hier geht ja nur ein Redstone rein. Das heißt aber auch, wir können hier und hier normal Redstone hinlegen, da muss eben nur wieder ein Repeater hin. Kommt da Redstone-Torch dran? Und wir verbinden das jetzt hier einfach nur noch. Nämlich so. Das reicht schon. Da kommt Redstone drauf. Und das wird hier nach oben gelegt. Jetzt müssen wir das natürlich noch hier ein anschließen. Dazu kann da Redstone hin. Dann muss da ein Repeater hin. Hier muss ein Repeater hin. Und da kann Redstone hin. Und hier kann Redstone hin. Nein, hier kann kein Redstone hin. Hier muss ein Repeater hin. Denn hier gehen wir nur mit Redstone rein. So. Jetzt haben wir schon beide. Ähm, jetzt haben wir schon Papier und Stein angeschlossen. Jetzt fehlt nur noch die letzte Leitung mit der Schere. Die ist natürlich auch ganz einfach. Wir gehen hier weiter und gehen hier in diesen Block rein. Mit Redstone zum Beispiel. Wir gehen hier mit der Redstone Torch raus. Und jetzt müssen wir nur noch zwei Leitungen nach vorne bringen. Schere brauchen wir nicht, das heißt, diese müssen wir nicht weiter nach vorne bringen, aber wir brauchen Stein und Papier. Das heißt, wir müssen, wir können diesen Repeater da weg machen und genauso diesen Block, aber wir müssen die beiden hier weiterführen. Nämlich so, da kommt ein Stein hin und wir gehen da mit Redstone hin und hier auch mit Redstone, da kommt ein Repeater hin, ja so funktioniert das, und da kann wieder Redstone hin. Dann gehen wir hier mit einem Fackel raus und verbinden das Ganze nochmal hier unten wieder. Ganz einfach, zack, 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 zack. Und wir haben wieder ein Endgate. Jetzt das allerletzte Endgate. Dann sind wir schon fast damit komplett fertig. Das ging schneller, als ich gedacht habe. Dazu muss hier wieder ein normaler Block hin. Nämlich so mit dem Repeater. Da kommt eine Redstone Torch dran. Und hier unten. Hier habe ich es da, da gemacht. Ja, stimmt. Ich dachte, da hätte ich es eben anders gemacht. Das wäre nämlich doof gewesen, hätte ich es da anders gemacht. Aber wir können hier einfach, wie bei den anderen auch, mit Redstone reingehen. Und haben wir wie bei denen auch ein Endgate hier einfach auf dem Boden liegen, sozusagen. Müssen nicht wieder eins machen, wo wir rübergehen, denn hier müssen wir nirgends mehr rübergehen. So beide noch miteinander verbinden. Und dann haben wir schon mal, sage ich jetzt mal, die komplette Auswahl fertig. Das heißt jetzt zum Beispiel nämlich, wenn ich jetzt hier habe Stein und Papier, geht diese Leitung hier an. Oder geht sie aus. Und damit dieser Output an. Diesen Output müssen wir jetzt noch auf, den, auf die Gewinnerseite legen. In dem Fall wäre der hier Gewinner, denn Papier umwickelt Stein. Das heißt, wir nehmen das Redstone hier runter, ganz einfach, und legen das hier nach rechts. So. Und suchen uns dann eben zum Beispiel hier aus und gehen dann damit nach vorne. So, da kann man jetzt anschließen, was man möchte. Ich werde mir mal von drüben eine Lampe schnappen. Und die kommt dann hier einfach hin, so. Pop. Geht natürlich noch schöner. Aber muss ja jetzt nicht. Dann wird da noch ein Re ähm Repeater hingesetzt, damit das verbunden ist. So, wir gehen jetzt aber mal von vorne durch, nicht von mittendrin. Wir können hier einfach Reset drücken. Tada, Reset it. Man kann sich hier noch eine Reihe Steine vorsetzen, dann sieht man die Pistons und das Redstone dahinter nicht. Wir gehen jetzt mal durch. Stein und Schere. Schere gewinnt, das heißt... Was habe ich hier gemacht? Hier ja doch, ist richtig. Ah, selber verarscht. So, das heißt, wenn ich mir auf der Seite unseren Output, kommen wir da unten dran. Ich hoffe, nein, natürlich nicht. So, haben da unseren Output, legen da erstmal nur Redstone hin und hier auch noch mal ein Repeater, einfach damit es passt von der Länge her. Dann fehlt nur noch ein Output auf dieser Seite, den, aber wir gehen das jetzt mal nach Reihe durch. Papier und Stein, Papier gewinnt. Das heißt, der Output hiervon Geht auf die Seite rüber. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und hier nochmal verbinden. Und da setzt jetzt auch einfach eine Lampe unten hin. Und hier ein Repeater. Zack. Dann haben wir jetzt Papier fertig. Jetzt kommen wir zu Stein. Stein und, was ist das erste, Schere. Der Stein gewinnt. Das heißt, aus diesem Endgate, also von hier unten, zack. Geht einfach eine Redstone-Spur an diese Lampe. Nein. So. Jetzt brauchen wir noch auf beiden Seiten jeweils eine. Ja, ja, wie soll man sagen? Ein Endgate, was wohin geht? Da sind wir jetzt zum Beispiel. Warte, wo sind wir jetzt? Ich bin verwirrt. Ah, das haben wir schon. Das zweite Stein haben wir ja schon, das geht auf die Seite. Jetzt sind wir bei, bei der Schere. Die Schere und das. und der Stein, der Stein gewinnt. Das heißt, aus diesem Endgate hier, aus dem vorletzten, aus dem hier. Geht das Signal einfach hier rüber. An diese Lampe. Äh, ja, doch, an diese Lampe. Und vom letzten, das müssen wir jetzt nicht noch nachprüfen, geht das Signal einfach. Ähm, mh, so. Ich muss ja erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Passt, okay. So. Jetzt haben wir sogar unser komplettes. Ähm, nicht für. Ja, ich hab's heute mit diesem Minispiel. Ich wollte jetzt vier Gewinn sagen, aber nein, es ist Schere, Stein, Papier. Komplett fertig. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel Schere bei Spieler 1 nehmen und Papier bei Spieler 2, gewinnt Spieler 1. So, resetten wir. Nehmen wir jetzt hier Stein und Papier, gewinnt Spieler 2. Die ist aus. So. Wenn wir zwei gleiche, haben wir keine wirkliche Variante gewählt. Deswegen bleiben beide aus. Man kann einfach. Ja, man könnte noch Endgates hier vorne hinsetzen, große, die dann einfach die gleichen miteinander verbinden, wo dann ja, eine dritte Möglichkeit passiert, dass hier in der Mitte die Lampe angeht oder so. Aber das war mir jetzt nicht so allzu wichtig. Und dann würde ich sagen, Download-Link mit dieser Map findet ihr in der Beschreibung, hier sind noch sehr viele andere Sachen, habe ich schon mal vorgestellt, die Map. Download-Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Tutorial oder beim nächsten Video. Ich hoffe, euch hat dieses gefallen. Bis dann, Leute. Ciao.